Leute, willkommen zurück zu Spyro 3, Year of the Dragon, im heutigen Part, die Wolkentempel, oder wie es im Englischen heißt, die Cloud Spires, oder Spires, ich weiß es nicht, ich kann kein Englisch. Also, wie viele Leute vielleicht schon wissen, die meine Projekte verfolgt haben, mein Englisch ist dermaßen, traurig, das sollte man lieber unterlassen. Ja, zu viel dazu. So, auch die, Wolkentempel ist jetzt kein Level, was so wirklich gefährliche Gegner hat. Noch nicht, wir sind immerhin noch im ersten Bereich, also in der ersten Welt. Da ist ja noch ein bisschen verständnisvoll, wenn da nicht so Monstergegner auf einen warten, die einem vielleicht mal eher treffen. Aber das kommt hier noch. Da habe ich keine Sorge mit. Ich weiß es ja. So, nein, ich will nicht mit dir reden. Ich glaube, wenn man es alles richtig macht, kommt man sogar da hoch. Das ist das Ziel übrigens. Da wollen wir aber noch nicht hin. Wollen wir erstmal den ganzen normalen Weg gehen, denn wir brauchen noch die Diamanten. Bam! Bam! Vierer-Kombo! So, ein Fünfer, den ich nicht vergessen dürfte. Nicht so, wie es der liebe Shadow Soul damals gemacht hat. Und erstmal stundenlang gesucht hat, bis er ihn gefunden hat. Das war ein cooles Let's Play. So. Gut. Ich glaube. Nein! Halt die Fresse! Ich brauche keine Tipps von einer Witch-Bitch-Fee. Keine Ahnung. Nein, böser. Elektrikkrieger. Das macht man nicht. So. Die Gefahr an den Gegnern ist eigentlich, die schieben mich einfach nur weg. Mal überspringen und dann passiert das nicht. Oh, habe ich mich erschrocken, dass der da unten war auf einmal. Alter. Oh Mann, es ist doch nur ein Gegner, der eh keinen Schaden macht. Wie kann man sich davor erschrecken? Haben wir eigentlich da? Nee, nee. Oh, 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 oh. Eben. Ich wusste, dass hier ein Einer ist. So. Ich habe so ein Gefühl, manchmal sind die Gegner auch irgendwie ganz anders verteilt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mich aber entsinnen, dass ich zum Beispiel, als ich gegen meinen Bruder gespielt habe, ein paar Gegner hier jetzt gerade gesehen habe, die hatte ich so nicht. Also den hatte ich auf jeden Fall. So. Das weiß ich noch. Aber was ich auch weiß, ist, dass ich da unten kann. Also den hier, den hatte ich nicht da. Das weiß ich ganz genau. Hm. Ob das ein bisschen so variiert, dass es so verschiedene Durchgänge gibt? Oder es. Naja, an der Vision kann es nicht liegen, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. So, erstmal wieder auf Geldsack treffen. Was haben wir denn? Jemanden übersehen? Nein, haben wir nicht. Hallo, Geldsack. Well, well, if it isn't my favorite dragon. The sorceress has put me in charge of guarding these bellows. However, I suppose I might look the other way if I was distracted by counting gems. Ooh, 200. Ooh, yes, precious, precious gems. Well then, Spyro, you may now use the bellows any time you wish. Best of luck on your little egg hunt. Nein! Fuck, ich krieg das nie hin. Mann, wenn die. Warum gehen eigentlich die Dinger direkt nach oben? Können die nicht wenigstens eine Sekunde warten? Da kann man wenigstens noch was machen. So, einmal. Oh, das hat mich sogar gerettet. So. Oh Gott, jetzt kommt sie schon wieder. Nein! Ich weiß, wie man fliegt! Halt dein Maul! Mein Gott! So. Oh Gott, der eine ist ab. Nein, ist ausgewichen auf coole Weise. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Er ist mir aber ausgewichen. So, die Hälfte haben wir schon vom Level. Oh, er ist nicht ausgewichen. Alter. Das war eng. So, und das ist der vorletzte von denen gewesen. So. Bleib schon da. Und dann haben wir das Ziel. Oh, you activated the bellows? Maybe I can get the cloud generator working again. Yes, yes. Und bam, ein Ei. Ja. Und Gewitter natürlich. Ach genau, und es fängt jetzt an, schwarze Striche zu regnen. The Rhinox must have been using this thing to clock up the cloud generator. Ja. Ein wunderschönes Ei. Namens Henry. Hallo, Henry. Wiedersehen. Sie verlässt einfach das Level. Liegt aber eher daran, weil wir sie brauchen, um die Welt zu wechseln. Wofür genau, werden wir noch später sehen. Bisher ist es uninteressant. So.
Hier gibt es zwei Eier. Die sollte man sich holen. Wäre nämlich klug. Als allererstes erstmal die Kalle hier töten. Dass sie jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie die Glocken weiterhin inaktiv zu lassen. Immerhin kennen wir da die monströse und überaus motivierte Terrorwolke vergrößern. Guckt es euch an. Und noch mehr Gewitter erzeugen. Danke, dass die Texte so kurz sind eigentlich. Das freut mich eigentlich. So, Jake. Oh, Jake kann fliegen. Tschö. Oh, da unten ist der Dieb. Oh Gott, er geht doch noch da. Ich hab's mir gedacht. Verdammt, ich dachte mir erst, der geht nach rechts. Deswegen bin ich nach rechts gegangen. Da dachte ich mir aber, wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann geht der bestimmt nach links. Oh Gott, ich quine an der Kante. Warum mache ich das sowas? Mach voll den Tony Hawk. Na komm, danke. Eine ganze Runde muss ich drehen. Nicht sehr nett. Brian! Hallo, Brian! Er ist aus Gummi. Okay. Hab mich gerade kennengelernt. Gummi, Brian! Gummi. Ja. So, ich glaube, so mit diesem Gebiet sollte man echt vorsichtig sein. Wie ihr seht, die Diamanten liegen hier ziemlich weit auseinandergeteilt und ja, kann man mal schnell einen übersehen. Das sollten wir nicht machen. Bei einem übersehen haben wir ein Problem. So, können wir hier drauf gehen. Auch nochmal ein paar Zweier. Ich weiß gar nicht mehr, ob hier aus der Außenline auch noch welche waren. Ich glaube nicht, ne? Nö. So, aber hier weiß ich, dass welche waren. Deswegen gucke ich einmal. Ich drehe nochmal eine Ersatzrunde. Man kann nie wissen. Ha, guck. Hat sich doch gelohnt. Habe ich doch gewusst, dass ich irgendwas übersehen habe. So, und dann haben wir das Gebiet abgehakt. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Also, für das Gebiet erstmal. Und wir klatschen direkt auf den Boden. So, da gehen wir gleich rein. Ich möchte jetzt noch was anderes machen, bevor ich hier weitermache. Nur um sicher zu gehen, dass ich auch alles habe. Denn mit dem Aktivieren der, des Generators, den sie angemacht hat, haben wir auch hier einen Glitzer aktiviert, was uns hier hochführt. Zum einen ist hier ein Leben, warum auch immer hier ein Leben ist. Und zum anderen sind hier die Juwelen, die wir brauchen. Ja, yeah, Double Combo. Der Spiel gar nicht zum Abstürzen. Alter Schwede. Ich weiß schon, was mein Bruder meint, von wegen, dass das Spiel ziemlich schnell abstürzt. Au! Heiß! So, hier ist das letzte Ei übrigens. Nein. Oh Gott, das war knapp. Das letzte Ei, was wir hier so auf der Welt hier finden. Also nicht in der Nebenmission. So, und das sammeln wir jetzt auch ein. Claire! Haha. Oh, sie trägt eine Brille. Und ihr Ohr juckt. Och ja. Das Ohrkratzen tut immer gut, ne? So, wir haben schon 19 Eier. Alter, was geht ab? Wir sind ja richtig auf Eierjagd. Mein Gott, wenn wir jetzt schnell genug gleich sind, können wir noch ein anderes Level machen. Was wir noch nicht zu 100% abschließen können. So. Ja, komm. Nebenbei bin ich mal klug kurz und mache das hier. Ich hasse es nämlich, wie die Pest hier andauernd rumzulaufen. Und immer die ganzen Diamanten rauszufischen. Theoretisch müssen wir ja gleich alle Diamanten haben, wenn wir das hier beenden. Also, es sieht auch gut danach aus. Weil hier auch ziemlich viele Fünfer sind und so. So. Haben wir hier noch einen Zweier? Hier haben wir einen Fünfer? Ja, einen Fünfer. Ein Zweier, den Sparks natürlich nicht eingesammelt hat. Warum auch? Wird ja nicht bezahlt dafür. Ach, warte. Was? Ging erst hier hin? Ich würde mal gerne wissen, was mit der Kamera gerade los ist. Die dreht sich andauernd. Ich weiß es nicht. So, dann gehen wir mal kurz hier hinter hin. Hier ist ein ekelhafter Fünfer, den ich immer vergessen habe damals als Kind. Ach, je. Ah, sieht aber gut aus eigentlich. Ein Zweier fehlt noch. Moment. So. Damit wäre das Thema abgeschlossen. Die Banden haben wir alle. Das ist gut. Lass uns das letzte Ei kurz noch holen. Mit den Sonnensamen, ey. So, und damit haben wir die super coole Sonnenbrillen-Sonne gerettet. Und, oh mein Gott, eine DNA-Digitation. Oh nein!
Yeah. Now that's what I call a sun. Here, you can have this last sun seed as a souvenir. Okay. Lulu! Backflip! Yeah! So, Level abgeschlossen. So schnell geht das. Hauptsache, zeig mir nochmal 6 von 6 an, ja? Level complete. Raus hier. So, und weil wir erst 10 Minuten gespielt haben, würde ich sagen, wir besuchen direkt noch ein anderes Level, was wir jetzt nicht zu 100% machen können, denn wir müssen noch was freischalten dafür. Und da ich ungern cheate, nur so kurz erwähnt. Ich weiß nicht, es gibt viele Leute, die machen sowas gerne, aber ich mach's ungerne. Spreche ich ihn hier an. Yeah, die Tiki Lodge auf dem Schmelzkrater oder wie es Level nochmal hieß. Ich hab's vergessen. Was, der Schmelzkrater? Ich glaube schon. Kann auch sein, dass ich mich hier gerade ein bisschen vertue. So, wir werden auf jeden Fall alles einsammeln, was wir können. Und den Sergeant Bird-Teil, der später kommt, später machen. Weil, ja. Das wäre Zeitverschwendung, wenn wir das jetzt machen würden. Also, beziehungsweise, wir können es ja jetzt gar nicht mehr machen. Und wenn wir jetzt alles hier liegen lassen, haben wir später Probleme mit dem Level. Und vor allem reicht die Zeit ja noch. Dann können wir uns ein bisschen, genüsslich, ja, die Zeit verschönern, indem wir hier das Level hier nochmal kurz machen. Ja, kriegen zwei Level zum einen. Den Preis von einem. Ein kaltes Level, wo es geregnet und gewittert, und ein anderes Level voller Lava. So. Erstmal alles wegrasieren. Alter, das war mehr als schnell. Ricky! So könnt ihr euch auch übrigens den Run vorstellen, den ich gegen meinen Bruder gemacht habe. Und zwar durchgehend 9 Stunden. Das war ekelhaft. Das war echt ekelhaft. So. Natürlich ist jetzt so ein Let's Play was eine ganz andere Geschichte. Weil, ich mache hier keinen Speedrun, sondern... Nein, red nicht mit mir, du Fott... Ich meine, du böse Fee. Oh Gott, er rennt. Die Sau hat gerannt. Ich hab's gesehen. Zum Augenwinkel noch. Ist da noch jemand? Da steht doch jemand! Was? Wie habe ich den denn übersehen? Alter! Das hätte später echt Probleme gegeben. Das hätte echt Probleme gegeben. Das Level ist doch gar nicht groß, ne? Ha! Ausgewichen. Schweinebacke. Nein, böse Lava. Müssen wir nicht berühren. Vor allem, wenn man noch die Klinge des Schwerts hört, ja? Man kann es übrigens nicht abfeuern. Das war jetzt einfach nur aus Langeweile gemacht. So. Ja, hier runter. Hier können wir ja noch ein paar Juwelen holen. Finde ich... Aua! Ein gemeines Versteck eigentlich. Generell auch das da hinten. Ziemlich eng ist. So. Die Schatzkiste haben wir ja vorhin schon gesehen. Die ist am Anfang. Können wir auch gleich holen. Holen uns mal kurz die Libelle wieder. Also die volle Libelle. Und gehen erstmal zum Ziel. Mann, Spyro, lauf nicht so weit. Hallo. Hier, take this egg. They were giving them away at the Tiki Lodge last night. Wen haben wir denn jetzt noch befreit? Curly! Curly Whirly! Yeah! Gut, dann würde ich sagen, der Level ist noch nicht zu Ende, keine Sorge. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier treffen wir erstmal auf Geldsack wieder. Müssen wir auch ansprechen. Der will nicht mit mir reden, okay. Spyro, you're just in time. I saw two egg thieves run through this door. Well, actually, they paid me to guard their hideout, but that's irrelevant. I'll happily let you through the gate to chase them down for a small finder's fee. Weißt du, er ist so eine richtige dreckige Sau, ne? Weißt du, lässt sich immer von den Dieben bezahlen, dass sie sein Versteck nicht verraten, also die Diebe nicht ihr Versteck verraten, er ihr Versteck, und dann sollen wir auch noch Geld zahlen. Thank you, Spyro, and best of luck catching those dastardly egg thieves. Jojo. Rein mit uns. Nein! Oh Gott. So, danke. Nervige Diebe. Ja, die haben sogar Farben. Ich glaube, es gibt insgesamt... Lass mich jetzt nicht lügen. Nein. Hör auf. Hör auf. Ich weiß, was du willst. Danke. Ich will keine Runde mit dir drehen. Du Arschloch. So, Moira.
Yeah, Moira, hallo! Jagt schon wieder seinen Schwanz. Hey, there goes another one. He was really fast. Maybe if I activate the supercharge, you'll be able to catch him. Supercharge klingt viel cooler als das deutsche, der Super Turbo. So, Drecksack. Jetzt nochmal alles schnell Format. Und ich versau's natürlich. Toll! So. Das ist peinlich gewesen. Ich kann das nur so versaut. Oh, guck mal, der Dieb ist sogar hier geblieben, dass ich die Runde beenden kann. Versager! Kermit! Machen alle dasselbe, ne? So, mehr gibt es übrigens hier nicht. Wir können jetzt noch die Diamanten kurz einsammeln. Oh Gott, wir sind auch unglaublich schnell, wenn wir die Strecke berühren. Das sollten wir noch ausnutzen. Ohne Witz, das sollten wir noch ausnutzen. Denn hier gibt es irgendwo, wenn wir uns hier im Kreis drehen, hier gibt es ein Skill Point. Warum auch immer es ein Skill Point ist, ich weiß es nicht. Wenn wir in der Wand einrennen, hey, Skill Point aktiviert. Herkommen. Du haust nicht ab, kleiner Diamant. So. Übrigens möchte ich die ganze Spiel Spyro in einer Woche durchspielen, also die ganze Aufnahmesession durchkriegen. Was daran eher liegt, dass ich das Projekt eh bald hochlade. Also, wenn ihr es seht, Leute, wenn ihr es seht, dann wird es so sein, dass ich das Projekt bestimmt schon durch habe. Wundert euch also nicht darum. Deswegen. Nur so als kleine Information. Nicht, dass wir welche sagen, Masa, was soll die Scheiße? Du bist viel zu schnell für das Spiel. Das ist uncool. So, ich glaube, wir haben alle. Da haben wir auf jeden Fall alle. Ja, hier sitzt am Anfang vielleicht noch ein paar. Ja, hier zum Beispiel. Und natürlich, oh Gott, bevor ich das ganz vergesse. Nee, haben wir. Okay. So, haben wir hier noch irgendwelche? Da haben wir noch einen Zweier. Dürfen nicht vergessen. So, und dann raus hier. So, durch das Tor einmal durch. Dann hier sind noch zwei Fünfer. Ja, cool. Selbst der Tick hier vorne ist weg. Und dann können wir den Schlüssel eingeben und kriegen ein paar Juwelen noch weiter. So. Und damit haben wir das Level abgeschlossen. Und Leute, ich muss echt sagen, ich bin zufrieden. Ja doch, ich bin mehr als zufrieden. Guckt euch mal die Zeit an. 17 Minuten 40 von mir ist die Aufnahme gerade lang. Ich bin, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist eigentlich mehr als befriedigend. Warum flog der schräg raus? Hä? Spyro, warum bist du so schräg rausgeflogen? Er ist echt schräg rausgeflogen. Ach du Herrje. Ach du Herrje. Maser Deutsch. Gut. So, im nächsten Part würde ich sagen, machen wir erst ein bestimmtes Level und dann ein anderes. Wobei. Nee, komm, wir machen es andersrum. Wir machen es so rum. Wir machen im nächsten Part erstmal dieses Level hier, was uns dieser nette Typ hier freisprengt. Nämlich der Muschelstrand. Und dann noch mehr. Ihr werdet es sehen. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masala Vista, Baby.